Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du bist im Podcast Deine Gesundheit machst du selbst und ich bin die Annette Jasper. Ich bin ganzheitliche Zahnärztin und habe eine Praxis in München. Heute geht es um ein Herzensthema von mir und zwar geht es um Ayurveda. Du hast bestimmt schon mitbekommen, im Ayurveda werden die Menschen in Typen, in Doshas eingeteilt, Vata, Pitta, Kapha. Um nicht zu viel Wissen auf einmal hier zu präsentieren, habe ich diese verschiedenen Dosha-Typen tatsächlich in 3 Folgen aufgeteilt. Und heute geht es um den Vata-Typ. Es geht darum, was ist ein Vata-Typ, welche Probleme hat er, auch gesundheitliche Probleme, was zeichnet ihn aus? Hörst dir an, es ist ganz spannend. Wenn du an Ayurveda denkst, dann denkst du bestimmt an die 3 Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie kommt das denn eigentlich? Wieso gibt es die? Und auch ich habe mich das eine ganze Weile gefragt und muss sagen, während meines Ayurveda-Studiums war das so, dass mit das Erste, was wir beleuchtet und gelernt haben, und wir haben das fast eine Woche lang geübt. Ja, du kennst es vielleicht, dass du in einer Zeitschrift vielleicht so einen Schnelltest machst. Was für ein Typ bin ich? Ja, und ein Ayurveda-Arzt, der lernt es natürlich klar viel, viel genauer. Und um dir da einen kleinen Einblick zu geben, möchte ich ein klein wenig ausholen. Es ist ja so, dass Ayurveda ja die älteste Gesundheitslehre der Welt ist. Ayurveda ist über 5000 Jahre alt und dieses Wissen wurde immer weiterentwickelt und immer weiter übertragen, so dass man tatsächlich auch sagen kann, ja, Ayurveda ist die Mutter der Medizin. Ayurveda sieht den Menschen wirklich als Ganzes und nicht als Puzzleweg aus Einzelteilen. Und das ist so eigentlich das Problem, was ich finde in unserer heutigen Schulmedizin. Es gibt ganz fantastische Spezialisten für alle Bereiche, fürs Herz, für die Ohren, für die Zähne und. Aber so gut wie keinen, der wirklich den ganzen Menschen betrachtet. Und deswegen ist Ayurveda-Medizin so wertvoll. Aber wie kommt es dazu, dass es eben diese 3 Doshas gibt? Ich möchte dir dazu gerne etwas mitteilen. Ja, es ist tatsächlich im Ayurveda entdeckt worden oder herausgefunden worden, wie man immer dazu sagen möchte, dass es 3 grundsätzliche Kräfte gibt. Und diese 3 Kräfte sind tatsächlich die Doshas. Und Gesundheit bedeutet immer ein dynamisches Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht der Kräfte ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Das bedeutet, diese 3 Hauptkräfte sind in jedem Menschen enthalten, aber zu unterschiedlichen Anteilen. Bedeutet, bei dem einen Menschen ist die Vata-Kraft besonders stark ausgeprägt, Pitta und Kapha dafür weniger oder Vata und Pitta sind ausgeprägt, Kapha weniger. Und es gibt ganz wenige Menschen, bei denen tatsächlich alle 3 Hauptkräfte besonders zu gleichen Teilen ausgeprägt sind. Das sind dann die Tridoshas-Typen. Und die haben tatsächlich die Eigenschaft, ja, besonders stabil zu sein. Sie machen einen besonders glücklichen Eindruck auf uns. Und und sind einfach besonders im Gleichgewicht, weil einfach alle 3 Kräfte im Gleichgewicht sind. Aber was ganz, ganz wichtig ist für dich zu wissen, die 3 Doshas, die sind in jedem Menschen von Geburt an angelegt und die verändern sich auch nicht. Und wenn du einen Schnelltest machst oder vielleicht in einem Hotel oder irgendwie eine Ayurveda-Kur auf die Schnelle machst, dann kann es sein, dass deine Konstitutionsbestimmung nicht richtig ist, wenn der Arzt, der Ayurveda-Arzt oder der Therapeut nicht ein richtiger Ayurveda-Arzt ist, sich nicht ganz lange und ganz intensiv mit dir beschäftigt hat. Denn bei der Konstitutionsbestimmung ist es wichtig, sozusagen gedanklich zurückzugehen
auf die Zeit, wo du noch gar keine Störung in deinen Kräften hattest. Also das ist so das junge Erwachsenenalter. Das ist so zwischen 20 und 24 Jahren. Denn wenn du zum Beispiel heute Übergewicht hast, dann könnte jemand von außen sagen, ja, das ist ein Kaffertyp, weil du hast sehr viel Masse. Aber das ist eigentlich nur eine Störung. Ja, du hast die, quasi diese Masse angegessen. Das ist eine Störung und du bist eigentlich von der Konstitution ganz ein anderer Typ. Und das finde ich ganz, ganz spannend bei der Konstitutionsbestimmung. Denn als Ayurveda-Mediziner musst du dich ganz intensiv mit deinem Patienten auseinandersetzen und ihn natürlich befragen und genau beobachten, um dann wirklich zu erfahren, was für ein Typ ist es. Und das Wissen um den Typ, die Konstitution des Patienten ist tatsächlich wichtig, weil im Ayurveda gibt es einfach viele Informationen, viele Tipps, wie du deine Gesundheit lange erhalten kannst oder auch wieder erlangen kannst. Und was du dazu machen solltest, ist natürlich von deiner Konstitution, von deinem Typ sehr abhängig. Schauen wir uns mal die drei Kräfte an. Einmal Vata, also bei Vata oder Vata steht für Bewegung und für Raum. Ja, also die Vata-Kraft reguliert die Bewegungsabläufe im Körper. Vata steuert das Nervensystem, die Atmung, den Kreislauf, aber auch die Ausscheidungsprozesse. Vata ist auch zuständig so für die Aktivität des Geistes, ja, und für die Sinneswahrnehmungen, also Aktivität des Geistes, das ist so, der Gedanke ist mal hier, mal dort. Wenn die Vata-Kraft sehr aktiv ist, dann ist eben der Geist auch sehr aktiv. Bei Pitta handelt es sich um ein Stoffwechselprinzip. Bedeutet, dass Pitta das Verdauungssystem reguliert, also Pitta ist für die Verdauung, für das Verdauungsfeuer, für das Agni verantwortlich. Pitta reguliert auch den Wärmehaushalt und eben den Stoffwechsel. Pitta ist auch für den Intellekt und die Emotion verantwortlich. Also wenn du jemand bist, der ja viele Emotionen zeigt, mal zornig, mal glücklich ist und das auch wirklich gut zeigen kann und mag und immer wieder und viel, dann ist vermutlich Pitta bei dir stark ausgeprägt. Bei Kapha, bei der Kapha-Kraft handelt es sich um das Strukturprinzip. Also Kapha ist unser Gerüst, unsere Materie. Und Kapha reguliert den Flüssigkeitshaushalt und die Abwehrkräfte. Wenn du besonders gute Abwehrkräfte hast, dann ist die Kapha-Kraft bei dir gut ausgeprägt. Aber heute möchten wir den Vata-Typen genauer beleuchten. Und der Vata-Typ, das ist so ein typischer Michael Jackson. Ja, also das ist ein schmächtiger Typ, ein Typ, bei dem die Knochen prominent sind, also ganz besonders die Wangenknochen und die Schlüsselbeinknochen. Und der Vata-Typ, der hat Gelenke, die knacken, der hat auch Adern und Sehnen, die besonders gut zu erkennen sind. Da freuen sich die Ärzte im Krankenhaus. Der Vata-Typ hat aber auch trockene Haut und brüchige Nägel, sehr unruhige Augen und Augenbrauen. Zähne sind auch unruhig, das bedeutet, die Zähne sind schief, die sind gerade, verschachtelt, die Lippen sind rissig, die Stimme ist auch unruhig, also die Stimme ist leise, sie ist gebrochen, häufig auch heiser und auch die Verdauung ist unruhig und auch die Widerstandskraft, also der fängt sich öfter mal einen Schnupfen oder einen Infekt ein, weil er ist sehr empfindlich gegen Kälte und Wind. Diese Unruhe, dieses viel Raum haben, macht die Vata-Menschen besonders gesprächig, rege. Sie sprechen viel, manchmal aber auch ohne viel zu sagen, also mehr so in Richtung Geschwätzigkeit. Sie sind sehr wechselhaft im Gespräch, in ihren Beziehungen, also die Beziehungen halten nicht lange. Sie sind insgesamt so unruhig, das bedeutet,
dass Hände und Füße immer irgendwie in Bewegung sind. Sie knacken mit den Gelenken gerne eben auch an den Fingern oder an den Zehen, so etwas. Vata-Menschen brauchen auch wenig Schlaf. Sie verarbeiten im Schlaf auch wiederum viel, also auch im Schlaf sind sie unruhig. Ihnen reichen weniger als 6 Stunden und sie wachen öfter mal auf in der Nacht. Sie knirschen mit den Zähnen, sie haben Albträume, sie haben Blähungen, sie haben manchmal auch Schwierigkeiten beim Urinlassen. Sie haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe, sind aber auch vergesslich. Also so diese Unruhe und Ängstlichkeit, Ungeduld, das dominiert so diesen Vata-Typen. Im Gegenzug dazu haben sie aber eine sehr hohe Vorstellungskraft und sind sehr kreativ. Und deswegen sind Vata-Typen häufig Schriftsteller, Künstler und auch Schauspieler. Es gibt bestimmte Probleme, die ganz typisch für Vata-Menschen sind. Und das sind einmal so eine innere Unruhe, unruhiger Schlaf, Schmerzen, Schwäche, Beschwerden so am Bewegungsapparat, weil ja die Gelenke ja knacken. Das heißt, also da, die haben einfach öfter Gelenkprobleme, Rückenschmerzen, eben mit den Zähnen auch Probleme durch das Zähneknirschen, dann eben so Ticks wie Nägel kauen, mit den Lippen beißen und Blähungen, Verstopfung, wechselnde Beziehungen, auch durch diese Unruhe und Wechselhaftigkeit geben sie ihr Geld sehr schnell aus. Das heißt, sie haben eigentlich wenig Wohlstand und wenig Besitztümer. Und weil sie insgesamt sehr viel Raum haben, neigen sie einfach zu Depressionen. Denn jemand, der quasi einen riesigen Raum hat, so gedanklich gesehen einen riesigen Raum, der hat auch wenig Halt, ja. Deswegen diese wechselnden Beziehungen und diese Unruhe, die Vata-Typen haben. Und diese Menschen neigen einfach stark zu Depressionen. Wenn du ein Vata-Typ bist, wenn du dich da jetzt quasi wiedererkennst und sagst, ja, was kann ich denn tun, um diese Vata-Kraft auszugleichen? Was kann ich denn, weil darum geht es. Also wenn deine Konstitution Vata-dominierend ist, dann ist das so. Dann, wie gesagt, das wird sich dein Leben lang nicht ändern. Du kannst, beziehungsweise du solltest aber dafür sorgen, dass du diese Vata-Kraft nicht noch weiter erhöhst, weil auch wenn das deine Konstitution ist und es ist für dich gesund, einfach viel unterwegs zu sein, wie eben so Michael Jackson-Typ, dann ist es gesund. Aber wenn dann noch mehr Vata dazu kommt, dann kann dazu noch eine Vata-Störung kommen. Und das bedeutet, wenn du eine Vata-Störung bekommst, also einfach noch mehr Vata in dein Leben hineinkommt, dann kannst du Krankheiten bekommen, wie ich schon genannt habe, Depression, aber auch so Sachen wie Schwindel, Heiserkeit, Osteoporose, Abmagerung. Also du bist ja eh schon ein schmächtiger Typ und hast quasi nicht viel auf den Rippen, aber du magerst dann noch mehr ab durch deine Bewegung. Es kann sogar bis zum Kräfteverfall kommen oder auch Gefühllosigkeit, Schlafstörungen natürlich, Ohrensausen, Verstopfung und insgesamt so eine Instabilität, natürlich auch so Auskugeln von Gelenken, aber auch so Trennungszustände, nicht nur im Geist, sondern auch im Körper, also Netzhautablösung zum Beispiel oder Schuppenbildung bei der Haut, ja, Bänderdehnung, Hyperbeweglichkeit der Gelenke durch diese Instabilität eben auch der Gelenke. Wenn du dagegen vorgehen möchtest und deine Vata-Kraft ausgleichen möchtest, dann benutze die entgegengesetzten Qualitäten, sowohl in deiner Aktivität als auch in der Nahrung. Und die entgegengesetzten Qualitäten sind dann eigentlich mehr Ruhe. Es sind
Vata-reduzierende Nahrungsmittel. Vata-reduzierende Nahrungsmittel sind warme Speisen, weiche Speisen, ölige Speisen, ja, die erden dich einfach mehr, aber auch süße, saure und salzige Nahrungsmittel. Also wenn du ein Vata-Typ bist, darfst du gerne mal ein Stück Schokolade essen, natürlich, und das wirklich aber auch in Ruhe und genießen, nicht nur so auf die Schnelle in dich hineinstopfen. Dann Anwendungen wie Ölmassagen, ganz viel Wärme, ganz besonders gut wäre das Dampfbad, wo du wirklich zur Ruhe kommst und wirklich in dich hineingehen kannst. Meditation wäre sehr gut, eine Möglichkeit, um die Vata-Kraft auszugleichen. Was du auf jeden Fall meiden solltest, wäre eine Arbeit, bei der du in der Nacht noch arbeiten musst, weil du brauchst sowieso wenig Schlaf und schläfst nicht gut. Und wenn du dann auch noch in der Nacht arbeitest, würde das deine Vata-Kraft so weit erhöhen, dass es auch wirklich zu einer Störung käme. Also Nachtwachen sind nichts für dich. Ebenso insgesamt übermäßiges Arbeiten nicht. Also achte drauf, dass du bei Zeiten aufhörst zu arbeiten, also sagen wir mal 21 Uhr und dann ist auch wirklich Feierabend, dass du wirklich um 22 Uhr zur Ruhe kommen kannst. Kälte, Wind sind kontraindiziert. Übermäßiges Sprechen, also dass du irgendwie eine Arbeit hast, bei der du die ganze Zeit kontinuierlich sprechen musst. Insgesamt körperliche Anstrengungen sind nicht gut für dich. Ebenso wie trockene und ungekochte Nahrung, also Rohkost, lieber nicht. Ebenso Nahrungsmittel mit viel Konservierungsmittel oder mit Geschmacksverstärker. Das sind alles Dinge, die du, wenn du ein Vata-Typ bist, meiden solltest. Wenn du jemanden kennst, der in deinen Augen ein Vata-Typ ist, dann sage ihm sehr, sehr gerne gebe ihm diese Informationen, weil die geben ihm eine große Hilfe, wie er seine Vata-Kraft tatsächlich auch reduzieren kann. Hast du dich erkannt? Bist du ein Vata-Typ? Oder kennst du jemanden, der ein Vata-Typ ist oder vielleicht sogar eine Vata-Störung hat? Dann teile diesen Podcast mit dieser Person. Du hilfst ihr unbedingt weiter. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir bitte eine Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung. Hilft anderen Menschen, diese Folge besser zu finden. Wenn du Fragen oder Anregungen an mich hast, dann freue ich mich über deine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Pass gut auf dich auf, denn du weißt, deine Gesundheit machst du selbst. Deine Annette Jasper.